الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمكم الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wir hatten bis jetzt gesehen, was die Sunna bedeutet und wer Ahlus Sunnati wal Jama'a sind und welche Methoden Ahlus Sunnati wal Jama'a benutzen, um den Koran und die Sunna zu verstehen. Wenn wir über Ahlus Sunnati wal Jama'a sprechen, oder wenn wir über den Islam als Ganzes reden, wie können wir den Islam definieren? Stell dir vor, du redest mit einem Nichtmuslim. Er sagt dir, was ist Islam? Was ist Islam? Nein. Hingabe zu Gott. Hingabe zu Gott. Weiter? Ja? Die einzige Religion, die von Allah akzeptiert wird. Einzige Religion, die von Allah akzeptiert wird. Ja? Die Aussage von Rasulullah ist Islam. Islam ist der Glaube an die Engel, an die Bücher. Islam. Nee, Iman. Also auf die Frage, was ist Islam? Was antwortest du da? Was würdest du vorschlagen? Der Glaube an diese Dinge. Der Glaube an die Säulen des Iman. Ja. Okay. Ein Teil von Islam. Ist ein Teil, okay, ja. Der Islam ist die Religion, auf die sich alle Propheten berufen, von Adam bis Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Also der Islam ist die Religion, auf die sich alle Propheten berufen. Ich mache mal kurz hier die Flanke. Ja? Die fünf Säulen des Islams. Ja? Der Weg. Doch, Hanif. 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 Hanafi, rahimahullah, ist Nu'man. Abu Hanifa. Naam? Aywa? Die Unterwerfung an Allahs. Unterwerfung, ja? Allahs Befehl. Genau. Ja? Ja. Zeigen, dass es keine anbetungswürdigen Gott gibt, außer dass es keine anbetungswürdigen gibt. Noch mal kurz, dann nehmen wir noch ein paar Meldungen. Es geht also um die Frage jetzt, du siehst einen Nicht-Muslim und du erklärst ihm den Islam. Du erklärst den Islam. In einem Satz. Ja? Die Lebensordnung, mit der man quasi erlangen kann, dass man Glückseligkeit und Zufriedenheit. Die Lebensordnung, mit der man erlangen kann, die Glückseligkeit und Zufriedenheit. Die Dunya und Dunya und Akhira. Weil das halt auch der Fitra entspricht. Die der Fitra entspricht. Okay. Ganz hinten. Ich würde als erstes sagen, dass es nur einen Gott gibt, der keinen Teilhaber hat und der auch keinen Partner nimmt. Also die Einzigkeit Allahs, genau. Ihr hört ja durch diese Definitionen, jeder hat jetzt ein Thema genannt, oder nicht? Eine Antwort war die fünf Säulen, dann war hier Tauhid bzw. Säulen des Iman, Lebensweise. Ja, bitte? Ich würde sagen, man muss auch gucken, was, also auf die Person, was sie jetzt gerade anspricht. Also wenn Prophet gestellt wurden, dann hat er auch nicht immer dieselbe Antwort gegeben. Genau, entsprechend der Person. Aber gehen wir mal davon aus, wir wollen jetzt eine recht allgemeine Antwort geben. Versuchen wir es in einem anderen Anlauf, ja? Ja, man, normalerweise antwortet man ja immer erstmal, oder könnte man immer antworten, erstmal, was das sprachlich bedeutet. Mhm. Genau, das könnte man auch machen. Ja. Einfach kann man ja sagen, das ist Gottes Unterwirfung. Und dann genau. Ist es dementsprechend der sich Gott unterwirft. Mhm. Ja. Also das Beste wäre auch, ich glaube, das war die drei Hadith, die drei Hadith, es gibt Islam, Iman und Ihsan. Und dann hat man gefragt, was ist der Islam?
dann zeigst du, dass es kein Gott gibt aus Allah, dass du unter anderem die Fühlen sollst. Genau. Das wäre am einfachsten. Genau, also wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das geantwortet hat, ja? Also ich würde erstmal erklären, dass Islam eine allgemeine und spezifische Bedeutung begrifflich hat. Also allgemein könnte man sagen, dass die Religion, die Allah zu allen Propheten offenbart hat, sei es Adam, Abraham, Moses, alaihi wa sallam, und speziell, dass es die letzte Rechtleitung ist mit dem Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay, also allgemeine und das spezifisch, ja? Ja, ich würde, ich würde antworten, der Islam ist die Religion, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegeben wurde als vollkommene Religion, das Neueste Testament, das nach dem Christentum als Korrigierung für die vorherigen Religionen gekommen ist. Das ist eine schöne Definition und wie der Bruder auch sagte, berücksichtigt natürlich, mit wem man auch redet, wo man gerade ist. Also der Bruder sagt, das ist das Neueste Testament, also die Fortsetzung oder Korrigierung der alten Bücher. Das heißt, um zu dieser Sache zurückzukommen, die ich erwähnt habe, ihr erwähnt verschiedene Themen. Wenn ich also jetzt mal den Islam definieren möchte anhand seiner Themen, was sind die Themen des Islams? Ja? Gesetze. Was meinst du zum Beispiel? Ja, die göttlichen Gesetze, die wir befolgen sollten. Ein Beispiel dafür? Gebet. Beten zum Beispiel, ja genau. Beten, okay. Also die Gesetze, Gebote, ja? Also die Themen im Islam, als Muslims, also die Themen sind ja unterteilt in Fiqh, Hadithe, also Sunna und Aqida, das sind so die, und Tafsir natürlich. Gut, das ist vielleicht eher, wenn wir die Islamwissenschaften unterteilen möchten. Ja. Aber die Themen des Islams sind jetzt nicht unbedingt gemäß den Islamwissenschaften zu unterteilen. Ja? Ich meine, es gibt fünf. Und zwar? Einmal die Gesellschaft. Was heißt Gesellschaft? Also das Umfeld. Okay. Dann die Charaktereigenschaften, die anderen vergessen. Okay, ja? Ich glaube, er meint Maqasid al-Sharia. Okay, Ziele der Scharia, ja? Achso, du meinst das? Ah, die Maqasid. Ja gut, das sind die Ziele des Islams. Das sind ja nicht die Themen, das sind ja die Weisheiten, die dahinter stecken. Also der Schutz des Lebens, der Schutz der Religion, des Vermögens, des Nachkommens. Und was haben wir noch? Des Geistes. Und des Verstandsgeistes, Barakallahu fikum. Genau, ja? Ich würde sagen, dass der Islam nicht jetzt in Themen unterteilt werden kann, sondern der Islam umfasst alles. Alle ja, was ist alles? Unseren Alltag, sogar wie wir auf Toilette gehen, wie wir mit unserer Familie umgehen. Genau, um das zu konkretisieren. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Noch einer? Ist das nicht so, wie wir so Allah so richtig anbeten sollen? Anbetung, ja? Das kann man halt unterteilen, wie wir so mit unseren Mitmenschen umgehen. Mitmenschen umgehen, ja? Die Anbetung, also die Handlungen an sich machen. Und so, wie wir so selber denken. Also, der Islam, liebe Geschwister, ist erstens eine Glaubenslehre. Thema Nummer 1. Das hatten ja sehr viele und sehr viele von euch erwähnt. Die einen sagen Tawhid, andere sagen die Bücher und so weiter und so fort. Islam ist Aqida. Zweitens, Islam ist Ibadah, Anbetung. Drittens, Islam sind Ahkam, wie der Bruder sagte, Gebote, Gesetze. Was ist Halal, was ist Haram? Wie kaufe ich, verkaufe ich, verheirate ich und so weiter, ja? Was ist die wörtliche beste Übersetzung für Aqida? Aqida, also wörtlich ist das, was verankert ist. Normalerweise Knoten. Ja, aber im Deutschen sagen wir nicht, es ist verknotet, sondern wir sagen, es ist verankert. Es ist festgesetzt. Aber sprachlich, Aqada bedeutet ein Iqd machen, also einen Knoten machen. Ja? Also, Al-Islam wa Aqida wa Ibadah wa Sharia oder Ahkam, Gebote, wa Akhlaq, Charakter wa Adab.
benehmen. Das ist der Islam. Der Islam ist Aqida, Ibadah, Ahkam, also Gebote, Akhlaq, Adab. Und diese fünf Themen des Islams entnehmen wir natürlich aus den Quellen Koran, Sunna, Ijma', Qiyas und so weiter und so fort. Und zur Sunna gehört natürlich auch die Sira, wie wir schon erwähnt haben. Das ist die Definition der Sunna. Die Quelle der Sunna ist was? Auch die Sira, wie es bei den Muhaddithin oder bei den Muhaddithun der Fall ist. Warum habe ich jetzt dieses Thema erwähnt? Wie gehen jetzt die Leute von Ahlus Sunnati wal Jama'a mit diesen Themen um? Was heißt Aqida? Was heißt Ibadah? Was heißt Ahkam? Was heißt Akhlaq? Was heißt Adab? Natürlich, also das, da können wir Bände reden darüber und Bände schreiben. Das ist ja die ganze Religion. Das heißt, wenn jemand ein Nicht-Muslim ist und sagt, was ist denn Islam mit? Islam ist erstmal eine Glaubenslehre. Dann kannst du natürlich erklären, was diese Glaubenslehre ist. Und es ist eine Anbetung Allahs. Man kann es auch erwähnen, Gebet und so weiter. Und es ist, sind Gebote, was ich zu tun habe, was ich zu unterlassen habe. Es sind Charakterzüge und es sind Benimmregeln. Wir haben ja bereits über die Quellen geredet, ja, Koran und Sunna. Und jetzt ist die Frage, was ist die praktische Umsetzung? Weil ich hatte ja erwähnt, Yawm al-Qiyamah bekommst du keine einzige theoretische Frage. Das hatte ich ja erwähnt. Auch wenn wir uns richtig reinhängen in der Theorie, wir lernen, oder wir dann auch nicht, leider, ja, weder die Theorie noch die Praxis ist da, sehr oft, möge Allah uns vergeben. Aber zumindest mal versuchen wir die Theorie zu lernen, aber es hapert an was? Am Praktischen. Und deswegen ist die Frage jetzt, was ist die Aqida der Sahaba? Was ist die Aqida der Sahaba? Und zwar die praktische Aqida. Was ist erstmal die praktische, was ist praktische Aqida? Was ist das? Was ist der Unterschied zwischen theoretischer und praktischer Aqida? Ja? Dass zum Beispiel, wenn ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich an die Namen und Eigenschaften glaube, dass das einen Effekt auf mich hat, dass ich weiß zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Ar-Razzaq, der Allversorger ist, zum Beispiel, dass ich weiß, dass egal wie schwer es ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich trotzdem versorgt, weil er ist der Allversorger. Genau. Und auch, also die Auswirkung zum Beispiel anhand der Namen Allahs, Ar-Razzaq, also weiß ich, dass er der Allversorger ist, also was mache ich? Was ist die Auswirkung? Ich werde beruhigt zum Beispiel. Gehe ich dann klauen? Nein. Warum? Allah ist doch Ar-Razzaq. Ja, weil Allah Ar-Razzaq ist, suche ich die Versorgung bei Allah, also bei legalen Wegen, ja? Es gibt ein Gebet von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sinngemäß, ich kann das jetzt zum Wort bringen, dass Aqida und Ahlak zusammenhängen. Das heißt, es gibt keine Aqida ohne die, also das, was man glaubt, muss man auch ausführen. Sehr schön. Wie du gesagt hast, also was eigentlich die ganze Zeit versuchst, deutlich zu machen. Ja, hoffentlich klappt es, ne? nicht einfach nur dieses Theoretische, sehr sondern schön. Das auch wirklich umzusetzen. Hört mal mit mir diesen Hadith, der einfach nur grandios ist. Warum ist er grandios? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fasst seine Botschaft zusammen. Also stell dir mal vor, ich hatte ja vorhin gefragt, was sagst du, was ist Islam, wie definierst du Islam? Wenn du jetzt die Frage stellst, was ist die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ein Wort. Ein klitzekleiner Satz. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was er sagte oder was? Was würdest du sagen? Ja, dass wir ins Paradies kommen. Ins Paradies kommen, ja. Aber was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ja? O Menschen, sagt La ilaha illallah, dann werdet ihr
erfolgreich sein. Ja? Wer praktiziert den Islam am besten? Derjenige, der dessen Hand und Zunge die Muslime beschützen. Ja, okay. Er sagt, mit mir kommt die Wahrheit und die Falschheit geht weg. Okay, weiter. Und der beste Buch ist das Buch Allah und die beste Rechtschreibung ist die Rechtschreibung. Noch Vorschläge? Beste Buch ist das Buch Allahs. Ich wurde nur entsandt, um den Charakter zu vervollständigen. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Innama, an alle Arabistiker jetzt, was heißt innama? Nur. Das heißt, es gibt keinen anderen Grund. Innama, inna ist wahrlich und ma ist zur Verneinung. Wahrlich kein anderer Grund. Oder aus keinem anderen Grund wurde ich entsandt, außer dass ich den Charakter vervollständige. 23 Jahre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, hat er zusammengefasst im Charakter. Er hat nicht gesagt, um die Aqida zu verbessern, um die Ibadah zu verstärken. Warum? Warum? Ja? Weil die aus Charakteristika bestehen. Genau, weil sie alle zusammen einfließen in den Charakter. Und deswegen, liebe Geschwister, wer keinen Charakter hat, hat eine falsche Aqida. So einfach ist das. Weil wir lernen immer, ja, die Murji'a, Khawarij, Jahmiyyah, Batiniyyah, was weiß ich, was alles gibt. Und vergessen wen? Vergessen uns. Vergessen uns. Die Sahaba, was haben die, wie Ibn Abbas sagte, radiallahu anhu, hat gesagt, wir lernten den Iman. Und dann lernten wir den Koran. Und als wir den Koran gelernt hatten, ist unser Iman gestiegen. Iman vor Koran. Was heißt das? Das bedeutet, eben diese Beziehung zu Allah zu stärken und dann die Information zu bekommen. Wenn du dann die Info bekommst, stärkt das deinen Iman. Bitte? Ich habe mal gehört, dass eine Frau auf Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die hat schlecht mit Leuten geredet und dann haben die Sahaba gefragt und dann sagt die nach dem Motto, ja, das, die hat nichts. Sie ist in der Hölle, ja. Genau. Ja, die hat gebetet und so. Und, obwohl sie gebetet hat und so. Warum? Weil sie den beleidigt hat und den beschuldigt hat und so weiter und so fort. Das gute Benehmen kann man auf die Stufe eines nachts Betenden und der Teil von der Sorry. Deswegen, das ist die praktische Aqida. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam erwähnt in vielen Aussagen immer diese Verbindung zwischen Iman und Akhlaq. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran. Wer an Allah glaubt und den Tag der Auferstehung, und jetzt was? Jetzt die Verbindung zum Charakter. Der soll Gutes sagen oder schweigen. Man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jara und falyukrim daifa und so weiter und so fort. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll gastfreundlich sein zu seinem, gut, das ist doppelt gemoppelt, ne? Gastfreundlich, das reicht ja. Und wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, der soll gut sein zu seinem Nachbarn. Und لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dieser Hadith, liebe Geschwister, wir leben ja im Land der Dichter und Denker. Ja? Und man prahlt ja auch immer wieder mit Philosophen und so. Und Kant, kennt ihr ja, ne? Sein Imperativ, ja? Kennt den jemand? Ja. Ja? Handle nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werden. So ist es. So, der kategorische Imperativ. Ja? So, und was besagt dieser kategorische Imperativ? Du sollst so handeln, sodass dein Handeln für alle gut ist. Da sagen wir guten Morgen, Herr Kant. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon viel früher gesagt. Wer an la yu'minu ahadukum, keiner von euch ist gläubig, bis er das für die anderen liebt, was er für sich liebt.
Also deine Handlung, das was du willst, soll so sein, oder das was du den anderen liebst, soll so sein wie das was du dir selbst liebst. Iman hier wieder mit wem verbunden? Mit Akhlaq. Deswegen, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, hatten Akhlaq. Das ist das, was sie ausmacht. Und das ist das, was uns leider ausmacht. Wir haben vielleicht sogar mehr theoretisches Wissen als einige Sahaba. Vielleicht sogar. Zur Zeit der Sahaba gab es kein Mursal Hadith und Mutlaq und Muqayyad und so. Diese Fachausdrücke kamen ja danach. Ja, dass diese wissenschaftliche Entwicklung der Islamwissenschaften kam danach. Aber darum geht es nicht. Wer ist wissender? Wer ist wissender? Abu Hanifa oder ein Sahabi? Ein Sahabi, warum das? Ja? Weil er das wissen will. Barakallahu. Nicht, dass es heißt, Imam Abu Hanif oder Ahmed bin Hanbal oder egal welche Gelehrte, dass sie nichts umgesetzt haben. Aber der Iman der Sahaba, der ist nicht zu vergleichen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das gesagt, oder nicht? Wenn jemand von euch so viel spenden würde wie Uhud, schon mal Uhud gesehen? Uhud, 7 Kilometer lang und 3 Kilometer breit. Das konnte ich mir merken, weil die BASF bei uns in Ludwigshafen genauso lang und genauso breit ist. Auf jeden Fall Uhud. Jabal Uhud. Wenn du so viel spendest, ja Rabbi Rizukna, ja, sag doch Amin. Möge Allah uns so viel Geld geben, oder lieber nicht? Nicht, dass eine Fitness ist. Ja Allah, gib uns so viel und leite uns recht, tugendhaft zu bleiben. Amen. Weil zu viel Geld, Habibi. Auf jeden Fall, wenn du so viel Geld hättest, träum jetzt mal für die 2 Sekunden, ja? Und dann wach bitte wieder auf. Dann würdest du nicht so viel erhalten oder nicht so eine Stellung erhalten wie ein Sahabi, der nur eine Handvoll gespendet hat. Warum? Was hast du bitte schön durchgemacht? Was hast du bitte? Ja, ich wurde vom Arbeitsplatz weggeschmissen. Ja, und nicht? Du lebst noch, deine Miete ist immer noch bezahlt, du hast immer noch zu essen, du weißt gar nicht, wie ein Tag aussieht ohne Fleisch. Allahumma laka alhamd, Allahumma bitte mehre uns die Gabe und helfe uns, dir gebührend zu danken. Aber bitte, kannst du dich vergleichen mit Bilal radiallahu an, ein Fels auf der Brust und der sagt, Ahad, Ahad. Warum sagt er nicht La ilaha illallah? Warum sagt er Ahad, Ahad? Der hat keine Luft. Der erstickt, der Mann. Wenn du einen Ball auf deine Brust bekommst, kriegst du keine Luft, oder nicht? So ein richtiger Schuss auf die, schon mal bekommen? Ja? Die Lunge hier. Dann kannst du nicht mehr atmen. Der Junge, der hat einen Felsen, der hat Steine auf seine Brust bekommen. Der konnte nichts anderes sagen. Das war's. Mehr konnte er. Hätte er mehr gesagt können, hätte er mehr gesagt. Dann hätte er eine Predigt gehalten. Ammar ibn Yasser, seine Mutter, seine eigene Mutter, wird umgebracht vor seinen Augen und sein Vater, Yasser radiallahu an, Sumayya und Yasser radiallahu anhuma. Was haben wir denn bitte schön durchgemacht? Nichts haben wir durchgemacht. Möge Allah uns nicht prüfen. Möge Allah uns nicht in die Versuchung bringen, denn liebe Geschwister, keiner von uns weiß, ob er standhaft ist. Es ist gemütlich hier, ganz schön in Sicherheit, du weißt nicht, ob eine Bombe runterfliegt und so. Und Alhamdulillah, du hast zu trinken, ist es draußen zu kalt, ist die Heizung hier, ist es draußen zu warm, ist Klima, Alhamdulillah, oder Fenster auf. Da ist es leicht zu sagen, na, ich bin Ahlus Sunnah, Alhamdulillah, ja. Aber sobald du geprüft wirst, dann ist es nicht mehr so leicht zu sagen, ich gehöre zu Ahlus Sunnah. Deswegen möge Allah uns nicht prüfen. Denn wir wissen nicht, ob wir dieser Prüfung gewachsen sind. Die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, wurden geprüft. Wurden geprüft. Gefoltert, vertrieben, beklaut, getötet, alles möglich. Unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, unser Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, hat geblutet. Alayhi salatu wa sallam. Hat geweint, hat gelitten, hat getrauert, sallallahu alayhi wa sallam. Deswegen ist das eine Liga, in der du
in der wir alle nicht spielen, aber die Gabe Allahs. Allah ist so großzügig, liebe Geschwister. Man muss Allah lieben, wirklich lieben. Dass er uns erlaubt hat, in diese Liga zu sein, nur mit einer Sache. Was? Was ist die Sache? Wenn du das hast, spielst du in der Liga von den Sahaben. Taqwa. Taqwa? Guter Charakter. Guter Charakter. Akhlaq. Zufriedenheit? Ikhlas. Viel einfacher, aber das ist natürlich alles eine Auswirkung, natürlich. Das, ihr habt alle recht, aber Liebe. Yuhsharul mar'u ma'a man ahab. So einfach ist es. Aber wahre Liebe, nicht ja, ich liebe und dann lästern. Ja, ich liebe und dann lügen. Ja, ich liebe. Wahre Liebe der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ist das richtig? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesagt, ich sehe nicht mehr meine Geschwister? Und dann haben die Sahaba gesagt, sind die kleinen Geschwister? Er sagt, nein, ihr seid meine Gefährten. Meine Geschwister sind diejenigen, die nach euch kommen oder nach mir, mich aber nicht gesehen haben, aber glauben an mich so, wie ihr glaubt habt. Und halt, das fällt nicht. Jazakallah. Das ist ein Hadith, liebe Geschwister. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich sehne mich nach meinen Brüdern oder Geschwistern. Der hat nach dir gefragt, sallallahu alaihi wa sallam. Der sehnt sich nach dir. Und du schämst dich, so auszusehen wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt Leute, die schämen sich, so auszusehen wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Leider. Es gibt Leute, die schämen sich zu beten. Hast du gebetet vorhin auf der Arbeit? Nein, ich habe nicht gebetet. Sieht so aus. Wir schämen uns, so auszusehen, so uns zu behandeln, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sehnt sich nach uns. Seine Brüder sind wir, mögen wir dazu zählen, die wir ihn nicht gesehen haben, aber an ihn geglaubt haben. O Allah, wir bezeugen, dass wir an deinen Gesandten geglaubt haben und immer noch glauben. Und mögest du uns festigen in diesem Glauben. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, um zu unserem Thema zurückzukommen. Man darf nicht nur, liebe Geschwister, diese Religion theoretisch angehen, sondern praktisch. Al-Aqidah, wenn wir Aqidah sagen, wenn wir Manhaj, also Methodik, also wie verstehen wir diese Religion, sagen, dann müssen wir das auch praktisch umsetzen. Und wir uns muss bewusst werden, ich habe eine falsche Aqidah. Wenn ich Tahawi auswendig kann und Al-Wasitiyya und von Al-Hafiz Al-Hakami und. Aber dann meine Eltern schlecht behandeln. Habe ich dann richtige Aqidah? Wenn ich die Bedingungen von La ilaha illallah und die Faktoren zum Austritt aus dem Islam aufzählen kann und so weiter und so fort und alle Belege aufzählen kann und so. Aber ich hasse meinen Bruder, neben dem ich stehe im Gebet. Was ist das für eine Aqidah, bitte? Ist das eine Aqidah? Das ist doch keine Aqidah. Und deswegen hier ein wichtiger Aspekt. Warum kommt es dazu, dass wir andere Leute verabscheuen oder hassen? Warum? Weil wir zufrieden sind mit uns selbst. Und das ist die erste Sünde, die überhaupt begangen wurde. Ana khayrun min. Ich bin besser. Das hat Iblis gesagt. Und noch viele Gefolgsleute von Iblis, auch wenn sie jetzt nicht Kuffar sind, aber sie folgen ihm in diesem Aspekt, sagen, wir sind besser. Deswegen die Frage, wie komme ich dazu, wie Al-Hasan al-Basri rahimahullah sagte, er wurde gefragt, was ist Tawadu? Tawadu ist Gegenteil von Hochmut. Demut im Sinne von Gegenteil von Hochmut. Also nicht Khushu', Demut im Gebet, sondern Demut, dass ich nicht angebe, dass ich stolz. Stolz darf man sein auf die Religion und so. Ich freue mich, Muslim zu sein. Aber ich darf nicht angeben, denken, dass ich besser bin. Wie komme ich dazu? Er sagte, Tawadu oder Bescheidenheit, Barakallahu fik, ist, dass du aus der Wohnung gehst
Und über jeden, den du triffst, denkst, er ist besser als du. Wer hat das von euch heute gepackt? Wir waren gar nicht daheim, wir waren in der Moschee. Wie funktioniert sowas? Wie kann ich denken, dass ein anderer besser ist als ich, obwohl der vielleicht eine Sünde begeht? Ich meine, Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, lebten nur die gottesfürchtigsten Menschen mit ihm, gab es keine Sünden in der Zeit. In der Zeit von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, lebte Malik ibn Dinar. Schon mal gehört von Malik ibn Dinar? Malik ibn Dinar, ganz kurz, weil das ist noch nicht unser Thema, aber wunderschöne Geschichte. Malik ibn Dinar war so eine Art Polizist, ja, und hat geguckt auf dem Markt. Und er war noch nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Und dann sah er, wie zwei Leute sich streiten, ein Verkäufer und ein Käufer, und die haben sich gestritten, du hast mir das Geld gegeben, nein, und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, was hast du denn gekauft? Ja, ich habe ein Geschenk gekauft für meine Töchter, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zwei Töchter hat, oder auch drei oder auch eine in der Riwayah, und der sie gut erzieht, dem sind sie ein Hindernis vor dem Höllenfeuer. Dann hat er gesagt, hör mal zu, ich bezahle das, Malik ibn Dinar. Aber Malik ibn Dinar war damals nicht gläubig. Der hat Alkohol getrunken, der Mann. Auf jeden Fall, um es nicht lang zu machen. Dann hat er Tauba bekommen und er war der Vertreter von Hassan al-Basri in der Sitzung. Er war der Lehrer nach Hassan al-Basri. Das heißt, in der Zeit von Al-Hasan al-Basri gab es Leute, die Alkohol getrunken haben, die ungerecht waren, die schlecht. Wie kann dann Al-Hasan al-Basri zu sowas kommen? Ist das richtig? Dass ich denke, jeder ist besser? Was heißt denn hier besser? Hallo, ich bete, der andere betet nicht. Ich habe einen Bart, der andere hat keinen. Ich faste, der andere fast nicht. Ich bete Salat Subh oder der andere nicht. Ja? Was meint er damit? Ja? Ich glaube, man sollte immer seine eigenen Fehler im Kopf halten, immer an die Sachen denken, die man nicht macht, anstatt an die Sachen zu denken, die man macht. Sehr schön, ja? Weil ich habe keine Garantie, keine Sicherheit, dass ich so bleibe, yes, und Istiqama habe bis zu meinem Tod. Vielleicht wird Allah mein Herz drehen und dann werde ich vom Islam abkommen und ein anderer wird Hidayah kriegen und der wird besser sein als ich. Möge Allah uns vergeben. Bei dieser Angelegenheit, liebe Geschwister, und die ist bitter ernst, die ist bitter ernst, gibt es zwei Blicke. Einen Blick nach vorne, einen Blick nach hinten. Fangen wir mit dem Blick nach hinten an. Ich bete, er betet nicht. Ich faste, er fastet nicht. Ich lese Koran, er liest nicht Koran. Ich habe einen Bart, er nicht. Und so weiter und so fort. Es geht jetzt nicht, also bitte, ja, es geht jetzt nicht darum, ja, ist es nicht schlimm, dass man nicht betet? Darum geht es nicht. Es ist schlimm, dass man nicht betet, und es ist schlimm, dass man nicht fastet, und es ist schlimm, dass man den Koran vernachlässigt, und darum geht es nicht. Es geht darum, wer bist du? Es geht nicht darum, ob die Sünde Sünde ist und ob die gute Tat eine gute Tat ist. Es geht darum, wer bist du, der du denkst, du wärst besser. Wer bist du? Wer bin ich? So, ich habe gebetet und einer hat nicht gebetet. Hey. Wer hat dir gesagt, dein Gebet wurde angenommen? Was haben wir gerade gebetet? Einige von uns zwei Rakka, andere vier Rakka. Subhana Rabbi al-A'la, das zweite Subhana Rabbi al-A'la in der zweiten Sajda, hat das Allah angenommen von dir? Das erste Subhana Rabbi al-Azim in der ersten Rakka, hat das Allah angenommen? Iyaka na'budu, dieses Wort, Iyaka na'budu, als du es rezitiert hast, hat das Allah angenommen? Weißt du überhaupt, ob du mit 0% rausgekommen bist aus dem Gebet oder nicht? Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, einige von euch beten und sie haben nur ein Achtel vom Gebet. Oder auch nichts vom Gebet. Das heißt, der bewegt sich, verbeugt sich, wirft sich nieder, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, am Ende, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, null Hasanat. Was ist der Unterschied zwischen dir und dem anderen?
Ich habe es immerhin versucht. Ja, gut, aber was ist deine Stellung bei Allah? Nichts. Also was ich sagen wollte ist, dass hier die inneren, also Herzenskarten wichtiger sind als die äußeren Taten. Barakallahu fiek. Und das bedeutet nicht, dass die äußeren Taten keinen Wert haben, aber die inneren Taten sind die Voraussetzung für die äußeren Taten. Die inneren Taten, also die Taten der Herzen, sind die Voraussetzung. Ikhlas, die Voraussetzung. Und das ist unser Problem. Der Blick nach hinten, da weißt du nicht, bist du besser oder nicht. Weil du weißt nicht, wie viel Kapital hast du, wenn dieses Handy mir nicht gehört. Ja? Und ich gebe jetzt an. Warum gebe ich an? Ja, das Handy hier. Ja, und jetzt? Ja, ich bin besser als du, weil das Handy ist hier. Ja, wie? Und jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Gehört es dir? Nee, gehört mir nicht. Hallo, bist du krank? Ja, du gibst mit etwas an, was du gar nicht besitzt. So, jetzt gebe ich an mit dem Gebet. Was für ein Gebet? Welches Gebet? Ich gebe an mit Koran. Was für ein Koran? Welche Hasanat? Von was redest du? Wer hat dir gesagt, dass du diese Hasanat hast? Deswegen, Ulama Salaf Salih sagten, wenn ich wüsste, dass ich nur eine gute Tat angenommen bekomme, bin ich in Sicherheit. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wer von uns kann behaupten, er ist gottesfürchtig? Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Das heißt, dieser Blick in den Rückspiegel, also in deine Vergangenheit, was ich heute gemacht habe, gestern gemacht habe, ich habe nichts sicher. Natürlich, wir müssen Hoffnung haben, aber Hoffnung ist nicht Hochmut. Du hoffst, dass Allah es angenommen hat. Du flehst Allah an, dass er es angenommen hat. Du bittest Allah um Vergebung. Wenn wir sagen, Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah, das Erste, was wir sagen, ist was? Habe ich eine Sünde begangen? Warum sage ich Astaghfirullah? Wenn du nach Arafah fertig bist, Al-Hajj, Arafah, und du gehst zurück, was sollst du machen? Astaghfar. Habe ich da eine Sünde begangen? Ja? Weil ich dem Gebet beispielsweise nicht das Recht gegeben habe. Barakallahu fiek. Dann stehst du da bei Arafah. Was ist das gegenüber den Gaben Allahs? Denkst du, das ist eine Gegenleistung? Denkst du, dein Gebet war eine Gegenleistung? Du bittest Allah um Vergebung, indem du sagst, oh Allah, dieses Gebet, du bist viel vollkommener, viel herrlicher, viel majestätischer, als dass ich deine Gaben mit diesem Gebet bezahlen könnte. Nimm es, obwohl es so mangelhaft ist, nimm es von mir an. Na. Barakallahu fiek. Genau, Jazakallahu khairan. Das ist eine Endlosschleife eigentlich. Barakallahu fiek. Weil dieser Punkt ist, warum macht der Rasul sallallahu alaihi wasallam Istighfar? Nabi alaihi salatu wasallam, die Sahaba haben gezählt 100 Mal in einer Sitzung. Wie oft hast du Astaghfirullah heute gesagt? Wie viele Sitzungen hatten wir? Da sind wir alle in einem Boot, liebe Geschwister. Also nicht, dass ihr denkt, oh, mashallah, der macht das mit Allahumma isturna ya Rabbi. Möge Allah uns nicht bloßstellen. Aber Rasul alayhi salatu wasalam 100 Mal in einer Sitzung. Astaghfirullah wa tubu. Astaghfirullah wa tubu. Wenn das heute, oh, ich bin mir sicher, ich will nicht schwören, ich bin mir sicher, wenn das heute jemand machen würde, würde ich sagen, das ist bestimmt zu viel. Oder nicht? Stell dir mal vor, da sitzt jemand, der macht 100 Mal Astaghfirullah. Oder nicht? Ich sage ja, warum? Weil wir so fern sind von der Ibadah. Lala al-Sunnah und wir Salaf und Sahaba. Nix. Wir reden uns das nur ein. Aber praktisch haben wir mit den Sahaba fast nichts zu tun. Ja? Ich wollte wissen, was das ist. Und zwar hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtet, Rasulullah hat gesagt, dass auch seine Schüler, nur eingeschrieben war. Und der hat mich gefragt, Rasulullah, du hast doch keine Sünde. Ne? Ja. Er sagt, soll ich kein dankbarer Diener sein? Barakallahu fiek. Soll ich kein dankbarer Diener sein? Denn, das ist auch das, was der Bruder erwähnt hat, warum bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam um Vergebung? Wenn du eine Gabe bekommst, sollst du dich bei Allah bedanken, oder nicht? Dass du dich bei Allah bedankst, ist schon wieder eine Gabe, oder nicht?
Weil so viele Menschen bedanken sich nicht bei Allah. Aber du hast dich bedankt. Das bedarf wieder was? Einem Dank. So, jetzt dankst du Allah, Alhamdulillah, ya Rabb, dass du mich recht geleitet hast, dass ich dir danke für die Gabe. Das wieder eine Gabe. Weil es genug Leute gibt, die nicht so weit denken wie du. Die denken, mit einmal Alhamdulillah hat sich's getan. Aber Allah hat dir Wissen gegeben. So weißt du, nee, das war doch schon wieder eine Gabe. Ja Allah, Alhamdulillah, dass du mich recht geleitet hast, dass ich dir danke dafür, dass du mir die Gabe gegeben hast, dass ich dir danke dafür, dass du mir die Gabe gegeben hast. Das ist jetzt wieder was? Wieder eine Gabe. Also bedarf es was? Nochmal Dank. Ja, und so kommst du gar nicht dazu, der ersten Gabe zu danken. Also bei Allah dich zu bedanken für die erste Gabe. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Astaghfirullah. Vergib, ich kann dir nicht danken. Sobald ich dir danke, bin ich schon wieder in einer neuen Gabe. Also liebe Geschwister, der Blick nach hinten, meine Taten, ich weiß nicht, wie viele Hasanat ich habe. Deine Schriftrolle, die du bekommst, was steht da drauf? Wie lange bist du jetzt Muslim? Wie lange bist du praktizierender Muslim? Möge Allah uns davor bewahren, liebe Geschwister, es kann sein, dass bei dir Null draufsteht. Kann das sein oder kann das nicht sein? Also wer von uns denkt, unmöglich, unmöglich, also eine Hasan habe ich auf jeden Fall, der hat nichts verstanden. Sufyan al-Thawri, ich denke, er war es, oder Ibn Umayyah, einer von den beiden Sufyanain, als er im Sterben lag, und das ist jetzt der Blick nach vorne, sagte man ihm, warum bist du traurig? Hast du Angst vor den Sünden? Dann hat er etwas Erde genommen und hat gesagt, die Sünden sind so harmlos wie diese Erde. Rahimahullah. Das waren Zeiten, als diese Leute noch dies sagen könnten. Ibn Abbas oder ein anderer Gefährte, als sein Eselpferd nicht spurten wollte, sagte, Astaghfirullah, das ist aufgrund einer Sünde, die ich getan habe. Der wusste noch warum. Heute, wenn der Motor nicht angeht, oh, das ist bestimmt Sihr oder Ein oder so, haben die mich, ja. Alle sind schuld, nur dich nicht. Wir denken nie, weil welche Sünde denn? Von den Millionen und Milliarden Sünden möge Allah uns vergeben. Sufyan al-Thawri sagte aber ich habe Angst vor dem schlechten Ende. Super. Der Mann, der ist am Sterben und er sagt, ich habe Angst vor einem schlechten Ende. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, als er im Sterben lag, haben sie ihn erinnert an La ilaha illallah und er sagt, nein, nein. Und ihr wisst, möge Allah uns ein gutes Ende geben und den Tod erleichtern. Die Trunkenheit des Todes. Nabi sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, sagt, inna lil mauti la sakarat. Der Tod hat wirklich Trunkenheiten, also es ist anstrengend. Als er wieder zu sich kam, Ahmad ibn Hanbal, sagten die Menschen, wir sagen dir, sag la ilaha illallah, und du sagst, nein, noch nicht. Dann sagte er, ich sah den Shaitan, wie er mir sagte, du bist mir entwischt. Dann habe ich ihm gesagt, nein, noch nicht. Der Konflikt zwischen dir und dem Shaitan bleibt bis zum Tod. Das heißt, wer sagt dir, dass du als Muslim stirbst? Wie? Ich habe Aqida, ich habe den Tawhid verstanden. Schaut mal, liebe Geschwister, dieser Hadith, der macht mich fertig. Warum? Der bereitet einem Angst. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte über die Khawarij, jedes Mal, wenn eine Generation auftaucht, wird sie vernichtet. Bis die letzte Generation mit wem auftaucht? Mit wem? Ad-Dajjal. Nochmal, bitte, was? Al-Khawarij, worum ging es denen? Seit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, i'dil ya Muhammad. Sei gerecht. Die haben den Tawhid verstanden, kein anderer. Und alle sind ungerecht, nur sie nicht. Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Zingen sie um,
lassen kein Wasser, kein Essen, bringen ihn um. Ali radiallahu an, Al-Hasan haben sie versucht umzubringen, Muawiyah radiallahu anhu ajma'in. Das heißt, denen ging es immer um was? Immer das, die einzigen sind, die den Tawhid verstanden haben. Uthman radiallahu anhu hat es nicht verstanden, nach ihrer Ansicht Ali sowieso nicht und alle möglichen Leute nicht, nur sie. Und das ist die gleiche Masche immer. So, die einzigen, die den Tawhid verstanden haben, die kommen ja dann mit wem? Dajjal kommt aus dem raus. Mit dem Dajjal, die werden mit dem Dajjal kämpfen, Habibi. Nochmal, wer war der Dajjal? Ruft er das Kalifat aus? Und deswegen folgen sie dem? Ad-Dajjal sagt, ich bin Gott. Das musst du dir mal vor Augen halten. Ad-Dajjal sagt, er sei Gott und die Scharia beschützen wollen, kämpfen mit ihm. Da siehst du, was die Bid'ah alles anstellen mit dem Menschen. Deswegen, das ist furchteinflößend. Ja Allah, mögest du uns bewahren davor. Deswegen, liebe Geschwister, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch überhaupt, sagt, oh, der du die Herzen drehst und wendest, lass mein Herz standhaft sein in der Religion. Hochmut, liebe Geschwister, ist der erste Grund, warum man in die Irre leitet. Wer hat Zeit gefunden, dass er über die anderen redet? Wer ist fertig mit der Selbstabrechnung, dass er mit den anderen abrechnet? Der ist so und der ist so und der ist so und der ist so. Mashallah alaik. Und du hast keine Sünden mehr? Du hast jetzt eine Pause, Tauba zu machen? Ja, das kannst du dir leisten, die 20 Minuten oder 10 Minuten Lästerei über die anderen Menschen. Kannst du dir leisten, mashallah? Du hast kein... Al-Fudayl ibn Uyal, das war ein Räuber. Ja, einst. Und danach hat er Tauba gemacht und war in Mekka dann. Abidul Haramain wird er genannt. Also derjenige, der in Haramain Allah anbetet. Al-Fudayl ibn Uyal hat Gedichte. Rahimahullah ta'ala. Und der hat geweint. Dann hat man ihn gefragt, warum weinst du denn so sehr? Dann hat er gemeint, ich weine aufgrund meiner alten Sünde. Aber du hast doch Tauba gemacht. Ich weiß nicht, ob Allah die Tauba angenommen hat. Das ist es Salaf, liebe Geschwister. Wir reden über Salaf und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind Salaf. Umar ibn al-Khattab, zwei Narben hier. Von was? Vom Lästern? Vom Weinen. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, hat seine Achselhaare rasiert. Ist das haram? Ist das haram? Ist nicht haram. Aber was ist die Sunna? Zupfen. Und sagt, ja Rab, ich bitte dich um Vergebung, dass ich die Sunna nicht nachfolge. Das halte ich nicht aus. Ja Rab, ich film. Er bittet um Vergebung, weil er eine Sunna nicht machen kann. Versteht ihr, wie weit wir entfernt sind, liebe Geschwister? Das ist Ahlus Sunnah. Wenn wir von Ahlus Sunnah reden, dann dürfen wir nicht nur denken, Ahlus Sunnah ist nur Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa qiyadin wa qabulillah und so. Das ist schön, das ist wichtig und du wirst die Lehre erst verstehen, wenn du lernst. Aber hör doch nicht dort auf. Hör doch nicht dort auf und achte ja davor, dass du denkst, du wärst was Besseres. Du musst immer deine Seele beschuldigen. Nein, du bist nicht gut. Nein, du musst verbessern. Nein, du musst noch etwas mehr tun. So waren die Sahaben. So waren die Gefährten. Es gibt unzählige Erzählungen, authentisch natürlich, und Geschichten. Das ist As-Sahab. Das sind diejenigen, die die Aqidah verstanden haben, liebe Geschwister. Und davon sind wir leider sehr fern, sehr weit entfernt, weil wir das auch nicht lernen. Das ist auch eine Nasiha, ein Ratschlag an meine Wenigkeit und an alle, die in der Dawa tätig sind. Wir müssen die Leute aufrufen, uns natürlich zuallererst, aber auch die Leute aufzurufen, als Sahaba zu folgen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Weil Abu Dharr über Bilal ibn Rabah radiallahu anh sagt, Ibn Sauda, ja, du Sohn der Schwarzen. Und dann
sagt, dann beklagt sich Bilal radiallahu an beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt, also war er sauer alaihi salatu wasallam, da sagt Abu Huraira, lag sich hin auf den Boden, Abu Dharr lag sich hin auf den Boden und hat gesagt, leg deinen Fuß auf dieses Gesicht. Und dann sagt Bilal, ich werde meinen Fuß nicht auf ein Gesicht legen, das sich niederwirft vor Allah. Das ist Liebe. Das ist Brüderlichkeit. Das ist das, was uns fehlt, liebe Geschwister. Innama al-mu'minuna ikhwa. Innama, da haben wir wieder dieses Wort. Innama, also es geht nicht anders. Es geht nicht anders, als dass die Gläubigen Brüder sind. Sind wir Brüder? Ja. Mögest du unsere Liebe unter uns stärken. Also, liebe Geschwister, al-aqida und al-sunnah und Al-Ibadah, all diese Begriffe, da müssen wir endlich mal verstehen, wer die Sahaba sind. Lernt, lest die Geschichten der Sahaba, das ist sehr wichtig. Wir wissen von Imam Shafi'i nur sein Madhab, aber wir wissen nicht, dass er den Koran jede 3 Tage gelesen hat und im Ramadan 2-mal täglich gelesen hat. Das lernen wir nicht. Ahmad ibn Hanbal besuchte seinen Sheikh al-Imam al-Shafi'i eines Nachts. Und al-Imam al-Shafi'i, ich hoffe, das ist super, war es nicht andersrum? Andersrum. Shafi'i hat Ahmad ibn Hanbal, genau. Barakallahu fiik. Al-Shafi'i besuchte Ahmad ibn Hanbal. Wallahu a'lam. Al-Muhim, einer besuchte den anderen. Rahimahum Allah. Und dann hatte er ein Zimmer, in dem er war, und er hat ihm Wasser vorbereitet. Und die Tochter von Ahmad ibn Hanbal hat dann gemerkt, der Mann, der hat ohne Wudu Subh gebetet. Und er hat kein Qiyamul Layl gemacht und er hat viel gegessen. Dann hat sie ihren Vater gefragt, was ist das für ein Imam? Was ist denn das? Das ist der Imam! Dann hat er ihn gefragt, warum, ja Sheikh, warum hast du denn das gemacht? Er hat gemeint, erstmal, ich habe Subh gebetet mit dem Wudu von Isha, weil ich nicht geschlafen habe. Und ich habe kein Qiyamul Layl gebetet, weil ich die ganze Zeit über eine Angelegenheit, über eine Ayah, was waren die Ayah? Hadith. Ein Hadith, und zwar? Mit dem Anlass von Abu Vogel. Ah, ja, ihr bin ja Abu Umair, ma fa'ala Nughayr. Genau. Diesen Hadith hat er die ganze Nacht überlegt und Lehren daraus entnommen. Der Imam al-Shafi'i war kein Hadith, großer Hadith-Wissenschaftler. Aber gib ihm ein Hadith und er holt dir 100 Lehren daraus. Der Imam al-Shafi'i, der ist nicht normal daran. Wenn du dem einen Hadith gibst, der presst diesen Hadith, der nimmt die Essenz heraus. Das ist Imam Shafi'i. Und daraus lernen wir, dass wir eine Kunya geben können, auch wenn es noch ein Kind gibt. Also dieses Abu sowieso. Und daraus lernen wir, dass man Vögel haben kann. Und daraus lernen wir dies und daraus lernen wir die ganze Nacht war er beschäftigt. Und warum hat er so viel gegessen? Weil er wusste, dass das Geld von Imam Ahmad ibn Hanbal halal war. Deswegen wollte er mehr wissen. Mehr essen, Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Auf jeden Fall, diese Geschichten, liebe Geschwister, brauchen wir. Wir brauchen die Sahaba als Vorbilder, nicht nur als Quelle für die Aqidah und für die Ibadah. Nicht nur, sondern wir brauchen sie als Vorbilder, weil wie will ich denn wissen, wie man Qiyamul Layl richtig macht? Wie will ich denn wissen, wie man Dhikr richtig, nicht nach der Bid'ah macht? Weil wenn ich das nicht mache, wenn ich mir diese Geschichten nicht anschaue, dann habe ich eine Hyperallergie. Kennt ihr Neurodermitis? Möge Allah uns heilen. Also ich persönlich habe das. Was ist das? Das ist eine Überreaktion der Haut. Als ob du eine Allergie hast, es wird rot, deine Haut. Ja? Obwohl nichts da ist. Eine Allergie ist normalerweise Heuschnupfen, da ist was, da ist eine Substanz und deswegen fängt dein Körper an. Bei Neurodermitis möge Allah uns heilen von allen Krankheiten. Da reagiert dein Körper allergisch, obwohl ich sage, hallo Junge, was ist los? Und er reagiert allergisch. So sind wir jetzt geworden bei der Ibadah.
hyperallergisch sind wir geworden. Wer mehr als 10 Mal Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aufsagt, das ist bestimmt eine Tariqa. Und so weiter und so fort. Wer den Koran tagtäglich liest, das ist nicht normal. Und so weiter und so fort. Qiyamul Layl, das glauben wir gar nicht mehr, dass Uthman ibn Affan den Koran in einer Nacht gelesen hat. Das glauben wir gar nicht mehr. Warum? Weil wir nicht mal eine Aya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, eine Aya die ganze Nacht durchgelesen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eine Aya, in der sie gekostet hat, geschmeckt hat, alayhi salatu wasallam. Und viele, viele weitere Geschichten. Das ist Ahlus Sunnah. Und das ist eine Seite von Ahlus Sunnah, die leider verschollen ist, fast verschollen ist. Nur bei den wenigsten, die tatsächlich den Sahaba in allem folgen, nicht nur in ihren Lehren, sondern auch in ihren Taten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den ehrenvollen Gefährten vereinen und mit unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Möge Allah azza wa jal unseren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen erneuern mit dem Iman. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben und uns helfen, all das umzusetzen, was er liebt und was uns näher bringt zu ihm. Barakallahu fikum. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.